Willkommen zu einem weiteren Teil des Screencasts zu dem Thema Formatvorlagen anwenden. Im Teil 1 haben wir die Absatzformatvorlagen, im Teil 2 Zeichenformatvorlagen behandelt. Jetzt geht es um Tabellenformatvorlagen. Wie schon in den vergangenen Screencasts arbeite ich hier mit dem Text über das Sonnensystem. Verwendet wird Office 365, jetzt in einer Version November 2018. In den vorherigen Screencasts wurde noch eine etwas ältere Version von Office 365 verwendet. In meinem Text wandere ich ein bisschen runter und füge hier eine weitere Überschrift ein und das Sonnensystem in Zahlen als Überschrift 1 formatiert, damit es in der Gliederungsansicht auftaucht. Hier möchte ich jetzt eine kleine Tabelle einfügen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Varianten, aber die übliche Variante ist, über das Register Einfügen Tabellen zu gehen. Dann könnte ich hier über dieses Schachbrettmuster eine passende Tabelle auswählen oder ich sage Tabelle einfügen und habe hier die Möglichkeit zu wählen, fünf Spalten und ich habe neun Planeten plus die Überschrift. Das heißt, 10 Zeilen benötige ich und dann kann ich auch auf die Art eine Tabelle einfügen. Damit ich die Tabelle im Ganzen in einem Blick habe, gehe ich einmal auf die Überschrift und über die Absatzformatierung wähle ich beim Zeilen- und Seitenumbruch, dass ich einen Seitenumbruch oberhalb haben möchte. Und dann habe ich hier die Tabelle auf einer neuen Seite. Und kann jetzt hier die Inhalte einfügen. Ich mache es mir da jetzt etwas leichter und kopiere mir aus einer anderen Tabelle die Daten, damit ich jetzt hier nicht alles tippen muss. Gut, jetzt habe ich mir einmal die Daten hier einkopiert und habe für diese Tabelle, in dem Moment, wo ich auf der Tabelle stehe, hier oben die Tabellentools zur Verfügung. Die Tabellentools mit den Registern Entwurf und Layout. Das sind die beiden Tools, die automatisch erscheinen, wenn ich in einer Tabelle stehe. Klicke ich wieder in den Text, dann verschwinden die Tabellentools wieder. Bin ich auf der Tabelle, erscheinen hier wieder die Tabellentools mit den beiden Register. Und dort lässt sich beispielsweise die Tabellenformatvorlage anwenden. Eine einfache Tabelle hat erstmal das Format Tabellenraster hier aus den Tabellenformatvorlagen. Ich kann über diesen Katalog gehen und kann jetzt hier zum Beispiel auch die Variante wählen, Tabelle mit hellem Gitternetz oder ich wähle hier eine Variante nur mit waagerechten sichtbaren Linien. Wenn ich das auswähle durch einen einfachen Klick, dann sehe ich jetzt allerdings noch gestrichelt die senkrechten Gitternetzlinien, die werden mir angezeigt. Das ist eine Option, die ich ändern kann in den Tabellentools Layout. Dort habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte keine Gitternetzlinien angezeigt bekommen. In dem Fall, wieder zurück auf Entwurf, sehe ich tatsächlich nur das, was nachher ausgedruckt werden würde. Beispielsweise eben die Tabellenraster mit den waagerechten und senkrechten Gitternetzlinien. Oder nur waagerechte. Es gibt auch Varianten, da habe ich senkrechte und waagerechte Linien mit einer Hervorhebung der ersten Überschriftenzeile und auch der ersten Überschriftenspalte. Wobei, wie das hier dargestellt wird, ob mit Überschriften oder nicht, das hängt wiederum von anderen Optionen ab, die ich hier vorne in den Tabellenformatoptionen wählen kann. Dazu gleich aber mehr. Wenn ich diesen Katalog öffne, habe ich noch zusätzliche Möglichkeiten. Es gibt die Rastertabellen, die Listentabellen, wobei die Bezeichnungen, ob Raster oder Listentabellen, finde ich so ein bisschen willkürlich. Entscheidend ist, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber fahre, dann wird mir die Tabelle entsprechend formatiert mit mehr oder weniger intensiven Schattierungen und Effekten. Und das Ganze dennoch abgestuft in den Office Design Farben. Hier jetzt Akzent 1 in Blau, Akzent 2 in Orange, Grau, Gelb und so weiter. Das sind die Standard Office Design Farben. Ich wähle jetzt mal hier eine Variante aus, wo die erste Spalte und die oberste Zeile nochmal deutlich hervorgehoben ist. Die Hervorhebung der
Kopfzeile bzw. der ersten Spalte habe ich aufgrund der hier entsprechend gewählten Option, dass eben die Kopfzeile hervorgehoben ist, dass die erste Spalte hervorgehoben ist. Wenn ich hier das Häkchen bei erste Spalte rausnehme, dann wird auch die erste Spalte genauso formatiert wie alle weiteren Spalten. Dasselbe gilt natürlich auch für die Kopfzeile. Wenn ich die Kopfzeile hier oben das Häkchen rausnehme, dann wird auch die Kopfzeile so formatiert wie alle anderen Zeilen entsprechend. Hin und wieder gibt es Tabellen, wo ich in der letzten Spalte Ergebnisse stehen habe. Die möchte ich vielleicht auch hervorheben. Dann habe ich die Möglichkeiten auch zu sagen, ich möchte die letzte Spalte hervorgehoben haben. Dann wird die genauso formatiert wie auch die erste Spalte. Manchmal gibt es auch noch Ergebniszeilen. Hier jetzt nicht der Fall, aber wäre anstelle des Plutos hier irgendwelche Summen, die gebildet würden, dann könnte ich sagen, die Ergebniszeile möchte ich auch nochmal hervorheben. Entsprechend der hier gewählten Optionen verändern sich hier im Katalog auch die entsprechenden Vorschaubildchen auf die Vorlagen, die hier zur Verfügung stehen. Und auch bei zum Teil unscheinbar aussehenden Formatierungen, wie hier Gitternetztabelle 1 hell, ist es so, dass letzte Spalte bzw. erste Spalte schon auch eine gewisse Auswirkung auf das Format hat, nämlich hier zum Beispiel, ob es fett oder nicht fett dargestellt wird. Die Variante, die ich eben hatte, hier mit entsprechend dunkleren Blautönen, da wird halt die erste Spalte, die letzte Spalte komplett eingefärbt. Dann habe ich auch noch hier die gebänderten Zeilen und die gebänderten Spalten. In anderen Versionen von Office stand da auch verbundene Zeilen und verbundene Spalten. Da geht es darum, dass die gebänderten Zeilen dafür sorgen, dass immer abwechselnd das hier zum Beispiel hell dunkel wird. Ich nehme die letzte Spalte hier nochmal raus. Das heißt, bei gebänderten Zeilen habe ich die Schattierung hellblau, dunkelblau. Ich könnte genauso gut auch jetzt mal ohne die erste Spalte gebänderte Spalten nehmen, dann würde immer abwechselnd dunkelhell, die Spalte eingefärbt werden. Das macht natürlich jetzt hier keinen Sinn, beides zu verwenden, gebänderte Zeilen, gebänderte Spalten. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Es kann aber durchaus Varianten geben, wo sowohl gebänderte Zeilen und Spalten Sinn machen. Das hätte ich hier weiter unten. Hier gibt es verschiedene Varianten, zum Beispiel hier diese Listentabelle. Da ist es so, dass gebänderte Zeilen waagerechte Linien und gebänderte Spalten senkrechte Linien einblenden. Und hier kann ich natürlich sagen, ich hätte gern sowohl senkrechte als auch waagerechte Linien. Und dann macht die Kombination von gebänderten Zeilen und Spalten auch Sinn. Das sieht man dann auch so bei den Vorschaubildchen, dass hier unten das ganz okay aussieht. Sobald ich aber diese Einfärbung habe, die Füllfarben, die Zellhintergründe, dann würde ich das wahrscheinlich nicht so in Kombination verwenden. Ja, mit Hilfe der Tabellenformatoptionen in Kombination mit den Tabellenformatvorlagen haben Sie die Möglichkeit, relativ schnell und einfach Ihrer Tabelle ein einheitliches Gestaltungsbild, immer in Anlehnung, in Kombination mit dem Office Design zu geben. Selbstverständlich kann ich auch manuell noch weitere Formatierungen hervornehmen. Ich kann die Schattierungen, die Linien, Linienfarben verändern. Ich habe über Layout noch die Möglichkeiten, die Spaltenbreiten zu verändern, verbundene Zellen herzustellen und so weiter. Das alles lässt sich mit dem Office Design kombinieren, solange die Tabelle nicht allzu komplex ist. In dem Katalog mit den Formatvorlagen gibt es auch ganz unten nochmal die Möglichkeit, neue eigene Tabellenformatvorlagen zu erstellen. Das wird ebenso wie die Erstellung von Absatzzeichenformatvorlagen dann Thema eines folgenden Screencasts werden. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen. Weitere Angebote rund um die Themen Gestaltung, Design mit Microsoft Office-Produkten finden Sie auf unserer Website, dem Blog, den sozialen Netzwerken und natürlich auf den YouTube-Kanälen von DFETV bzw. Com2Publish. Wir unterstützen Sie auch gerne mit Schulungen und Workshops, Dienstleistungen, Support und stehen auch für Ihre Fragen zur Verfügung.